Markus Wolf, Sohn eines jüdischen Arztes und Schriftstellers, macht nach der Moskauer Emigration im Nachrichtendienst der DDR eine steile Karriere. Die Erfolge seiner Hauptverwaltung Aufklärung werden zur Legende. Ende der 70er Jahre wird der Mann ohne Gesicht enttarnt. Ein konspiratives Foto erscheint auf dem Titelblatt eines bekannten Magazins. Ist die aufsehenerregende Schlappe der Beginn eines langen Abschieds? Ich glaube, als es diese riesige Geschichte im Spiegel gab, mit dem Phantombild, wenn man so sagen darf, da habe ich angefangen, ach, das ist also einer von den Söhnen von Friedrich Wolf. Aber ein Begriff war mir natürlich nicht. Es gab nur dieses Uraltfoto, was irgendwo mal im Spiegel veröffentlicht war, was ihn angeblich bei den Nürnberger Prozessen zeigte, aber auf dem er tatsächlich nicht war, wie er mir dann mal erzählt hat. Das stimmt auch, also ich habe mir dann das Bild angeschaut, also das war nicht Wolf. Aber so, also detaillierte Kenntnis, so detailliert natürlich erstmal nicht. Diese Kenntnisse hat man dann später erst durch Stiller gewonnen. Auf der anderen Seite war Wolfs HVA natürlich der hauptnachrichtendienstliche Gegner des BND. Und wie fühlten Sie sich, wenn Sie beim BND saßen und später dann das Gesicht des Mannes ohne Gesicht kannten? Ich fand das sehr reizvoll. Ich kannte dadurch beide Seiten. Darum hatte sich ja ein Mythos gerankt. Man hatte ein uraltes Bild, als er noch Journalist war. Es waren ganz, ganz wenig Leute, die sagen konnten, bestimmt war noch eine andere Frage, die sagen konnten, ich habe mit ihm gesprochen. Aber ansonsten tauchte er nur immer so als die große Überfigur, also Gottvater des Geheimdienstes. Also weil wir uns im Klaren waren, dass das ein tüchtiger Nachrichtendienst ist. Die Fischerinsel im Zentrum Ostberlins. Hier wohnt Markus Wolf mit seiner Frau Emmy und ihren drei Kindern seit 1969. Also ich wurde von meiner ersten Frau Emmy nach 32 Jahren guter Ehe, aus der drei Kinder hervorgegangen sind, 1976 geschieden, nachdem ich ein Verhältnis angebahnt hatte mit meiner später dann zweiten Frau. Und als ich dann auf eine Frage das auch offen dargestellt hatte, war für meine erste Frau sozusagen eine Entscheidung gefallen, die dann zur Scheidung 1976 führte. Wolfs neue Beziehung heißt Christa Heinrich. Sie ist die Tochter des Revierförsters im erzgebirgischen Lauter. Dort geht Wolf häufig mit anderen Offizieren und Funktionären zur Jagd. Die Überprüfung ergibt, dass Christa Heinrich schon zur Firma gehört. Als IM Silke Müller ist sie bei der Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt registriert. Generaloberst Wolf und IM Christa Heinrich heiraten im Frühjahr 1976. ...1978 reist Wolf mit seiner zweiten Frau nach Stockholm. Die Reise und ihre Folgen sind ein klassisches Beispiel für geheimdienstliches Katz-und-Maus-Spiel. Über den Vorgang gibt es mehrere Theorien. Eine davon ist, dass Wolfs Treffpartner, der SPD-Politiker Dr. Krämer, längst im Visier des Verfassungsschutzes ist. Wolf geht davon aus, dass die aufwendigen Vorbereitungen, die in einer konspirativen Wohnung der DDR-Botschaft getroffen wurden, die Aufmerksamkeit eines Mitarbeiters der DDR-Botschaft, der für die schwedische Sicherheitspolizei arbeitet, erregt haben. Wir waren ja über Finnland eingereist in der Annahme, dass dieser Reiseweg nicht auffallen würde, denn der direkte Weg hätte ja ein Visum erforderlich gemacht. Wir reisten mit Diplomatenpässen der DDR unter anderem Namen. Leider ist eben geschehen, dass offenbar schon
die Vorbereitung meiner Anwesenheit durch die Mitarbeiter in Stockholm und die Art der Einreise also unter Verdacht fiel. 5 Observationstrupps sind auf Wolf angesetzt, der unter dem Namen Dr. Werner reist. Die Späher beobachten Wolfs Besuch im Nobelrestaurant, registrieren einen Abstecher des Ehepaars in einen Nachtclub und schießen zahllose Fotos, ohne zu wissen, wen sie eigentlich vor sich haben. Es wurde die ins Auge gefasste Maßnahme eines Treffens so durchgeführt, wie es notwendig, wie es richtig war. Das ist auch bis heute noch nicht im Einzelnen bekannt. Und dann war ins Auge gefasst eine Begegnung mit dem sozialdemokratischen Politiker, dem Arzt Dr. Krämer. Und das haben wir getan. Dummerweise, wie man jetzt weiß, in der Wohnung, in der ich untergebracht war, in der auch sonst Dienstreisende der DDR einquartiert wurden. Fotos und das mit Wanzen abgehörte Gespräch in der konspirativen Wohnung im Alingsosswägen 40 sind später Beweise bei der Verurteilung des SPD-Mannes Dr. Krämer. Für Wolf aber ist dieser Treff nur Tarnung eines anderen Treffens mit einer Spitzenquelle, was wiederum der deutsche Bundesnachrichtendienst und die schwedische Sicherheitspolizei nicht wissen, weil sie an diesem Tag Wolfs Spur verlieren. Sie erwähnten gerade, Sie hätten dort 2 Treffen absolviert. Das habe ich richtig verstanden. Das haben Sie richtig verstanden, aber ich habe darüber also bisher auch noch nicht viel gesagt, oder überhaupt nicht gesagt, und auch in der deutschen Ausgabe meines Buches erscheint es nicht. Und darüber möchte ich auch noch nicht sagen. Hier auch noch nicht mehr sagen. Wolf schweigt. Denn die Person, die er in der amerikanischen Ausgabe seines Buches als eine wichtige NATO-Quelle bezeichnet, wurde bis heute nicht verhaftet. Das Treffen findet 20 Kilometer von Stockholm entfernt in einem Ferienbungalow in einem stillen Waldstück statt. Zunächst hat Wolfs Ausflug keine Folgen, bis die Tagesschau im Januar 1979 folgende Spitzennachricht meldet. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Spionageabwehr der Bundesrepublik ist offenbar ein Schlag gegen den DDR-Geheimdienst gelungen. Bis zum Abend sollen 5 mutmaßliche Agenten festgenommen worden sein. Zu den Verhaftungen kam es nach der Flucht eines Offiziers des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit. Nach hektischen Recherchen stellt die HVA fest, dass ein Oberleutnant namens Stiller sich mit den Listen aller Agenten in den Westen abgesetzt hat. Er hatte durch den Bruch im Sekretariat seiner Abteilung die Informationslisten mitgenommen und Befehle und Weisungen des Ministers. Und diese beiden Momente waren aus unterschiedlicher Sicht eben doch erheblich und haben dazu geführt, dass wir einige Dutzend Agenten aus Sicherheitsgründen in die DDR zurückführen mussten, außer den 6 oder 7, die im Westen verhaftet waren. Für Wolfs Dienst ein schwerer Schlag. Da ist Wolfs Enttarnung auf dem Spiegeltitel eher marginal. Es war für uns das schwarze Jahr 79. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte durch sehr genaue, aufwendige Arbeit unsere Übersiedlungskombinationen enttarnt und dadurch eine Reihe von Männern, die wir übersiedelt hatten, enttarnen können. Und nach diesen Verhaftungen und dem Verrat Stillers und seinen Folgen habe ich dann gesagt, wir machen jetzt Schluss und gehen kein Risiko mehr ein. Und ich habe dann eine ganze Reihe von Rückzügen angewiesen. Das waren vor allem Sekretärinnen. Uta, die in der Bundesgeschäftsstelle war, dann Christel Proschei, die bei Kurt Biedenkopf, dem damaligen Bundesgeschäftsführer der CDU, Sekretärin war, Inge Goliath, die bei einem ganz wichtigen CDU-Politiker Dr. Werner Marx Sekretärin war. Das fiel auch zusammen mit dem Übertritt von Ursel Lorenzen in die DDR in wichtigen Positionen der NATO. Und das alles innerhalb von ganz wenigen Monaten, Anfang 79. Das waren schon schwere
Rückschläge. Zum ersten Mal wird das Ausmaß der Romeo-Taktik deutlich. Die theoretischen Grundlagen zur Instrumentalisierung der Gefühle liefern Forschungsprojekte wie dieses. In der über 200 Seiten umfassenden Arbeit wird genau analysiert, wie bei der Werbung vorzugehen ist. So heißt es. Es wurde der Beschluss gefasst, Schneider, eine Sekretärin im Bundesschatzministerium, unter Ausnutzung des Liebesverhältnisses auf politisch-ideologischer Grundlage für das Ministerium für Staatssicherheit anzuwerben. Das Privatleben der Frauen wird von der Ostberliner Zentrale gesteuert. Gebrochene Menschen, tragische Schicksale sind oft die Folge. Allein 16 weibliche Opfer von Romeo-Fällen wurden nach der Wende verurteilt. Die Romeos gingen straffrei aus. Der Flucht Stillers zuzuordnen ist auch eine Bluttat, die sich 1981 in Berlin und Leipzig abspielt. Ein Mitarbeiter Wolfs, Oberleutnant Teske, erwägt, ähnlich wie Stiller, die Seiten zu wechseln. Er wird entdeckt, zum Tode verurteilt und in Leipzig hingerichtet. Teskes Urne wird namenlos verscharrt. Mielke, der eigentlich Stiller den Tod wünscht, lässt alle Spuren des Verbrechens aus den Leipziger Akten beseitigen. Wie ich dann auch erst nach der Wende erfahren habe, auch meine Stellvertreter wussten davon nichts, dass er von einem Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Es war wohl die letzte Todesstrafe, die in der DDR verhängt wurde. Für mich unverständlich, weil selbst wenn man also an Stiller dabei denkt, es keine abschreckende Wirkung haben konnte, denn das Todesurteil war nicht bekannt. Es war selbst mir, meinen Stellvertretern, nicht bekannt, also im Apparat nicht bekannt gegeben. Ich kann mir das nur als Racheakt erklären. Mitte der 70er Jahre gelingt es Wolfs Dienst, eine Quelle beim Bundesnachrichtendienst einzuschleusen. Wie immer fängt es harmlos nach dem Romeo-Muster an. In Karl-Marx-Stadt, wo Gabriele Gast für ihre Dissertation recherchiert, nimmt ein Mann zu der Doktorandin Kontakt auf. Der Auslöser war eigentlich, er wollte noch weiterfahren nach Dresden. Und als ich das Stichwort Dresden hörte, ich war sehr neugierig auf Dresden. Ich konnte selbst nicht hinfahren, weil die Aufenthaltsgenehmigung nur auf Karl-Marx-Stadt begrenzt war. Dort habe ich mich damals aufgehalten. Und da habe ich gefragt, ob ich mitfahren könnte. Naja, damit habe ich natürlich eine sehr gute Kontaktmöglichkeit geboten, ohne es zu wissen. Und zugleich war es ja auch was Illegales. Es war was Illegales. Ich habe mich nur getraut, mit einem DDR-Bürger hat sich mir gegenüber als Mitarbeiter des Rates des Bezirks ausgewiesen. Und das erschien mir doch durchaus sicherer, mit einem Offiziellen zu fahren, als mich jetzt irgendwo klammheimlich auf die Eisenbahn zu setzen. Und was war dann der nächste Schritt, also die Offenbarung oder auch die Verpflichtung? Na, wir sind dann persönlich miteinander in Kontakt gekommen und nach einer ganzen Weile wurde dann hinterher eine Brücke gebaut, wo er seinen Freund mit einbezogen hatte, auch natürlich bei der HVA arbeitete, um dann also direkt das Werbegespräch zu führen. Da wurde natürlich dann auch Klartext geredet, dass sie von der HVA waren. Natürlich ist man erstmal erschrocken, wenn man also dann wirklich merkt, dass diejenigen, mit denen man es zu tun hat, also dann zu diesem Ministerium gehörten. Da werden natürlich viele Brücken gebaut und eine solche Werbung folgt ja erst zu einem Zeitpunkt, wo man auch schon wirklich persönliche Kontakte hat, wo eine gewisse Vertrauensbasis hergestellt ist, sodass man also nicht gleich vollends sich auf dem Absatz umdreht und davonrennt. Das wird alles psychologisch sehr, sehr geschickt vorbereitet. Das ist halt, wie ich heute weiß, im Geheimdienst so. Da machen sich ja viele Gedanken dann drüber, wie man so etwas anlegt. Trotz des Schreckens haben Sie sich darauf eingelassen? Ich habe mich dann darauf eingelassen, ja. Zum einen, weil die persönlichen Beziehungen bestanden, zum anderen, weil ich der DDR eben nicht so negativ mehr gegenüberstand, wie es von mir als Bundesbürgerin erwartet worden wäre, sondern ich hatte also durch zunehmende Beschäftigung nun auch mit der DDR aufgrund meiner Dissertation doch auch von der politischen Seite her durchaus positive Eindrücke. Die frisch promovierte Osteuropa-Spezialistin bekommt vom Bundesnachrichtendienst ein Angebot. Nach Rückfrage bei Markus Wolf, der sein Glück kaum fassen kann, macht Gabriele Gast in Pullach Karriere. Verantwortlich für die sozialistischen Länder liefert sie streng geheime Analysen an zwei Adressen,
nach Bonn und nach Berlin. Ich habe alle 4 Wochen in der Regel habe ich Material weitergegeben. Wie viele Berichte das nun im Einzelnen waren, kann ich nicht sagen. Im Urteil steht einmal, ja, also es waren 21 Berichte in 3 Monaten. Also nehmen Sie das vielleicht mal als einen Anhaltspunkt. Die Richter fanden das also wahnsinnig echauffierend. Wie funktionierte die Kommunikation und der Transport von solchen Nachrichten, Informationen? Ja, die üblichen Wege liefen ja eigentlich über die Bahn. In der Bahn wurde dann in Hohlräumen wurde das Material in Containern versteckt, also in Behältern, die wiederum gegen unbefugtes Öffnen geschützt waren. Das waren somit die Hauptwege. Sie haben das selbst in der Bahn dann deponiert? Ich nicht, nein. Das hat ein Kurier gemacht. Ich habe das Material einem Kurier übergeben und der hat also für den Weitertransport gesorgt. Frau Dr. Gast liefert Monat für Monat hochgeheimes Material an die Ostberliner Zentrale. Die Berichte sind so wichtig, dass Markus Wolf selbst Gabriele Gast unter seine Fittiche nimmt. Ab 1986 gibt es keine Treffen mehr mit dem General. Markus Wolf hat den Dienst quittiert. Frau Gast spioniert weiter. Erst nach der Wende erfährt sie, dass ein Grund für ihn war, dass er den Glauben an die Reformierbarkeit des Systems verloren habe. Weder Spitzenspionin Gast noch andere Agenten weiht der Spionagechef in seine Motive ein. Wenn du keinen Sinn in der Arbeit mehr gesehen hast, welchen Sinn hatte unsere Arbeit dann noch an der Front? Was rechtfertigte das Risiko, dass wir dabei eingegangen sind? Wenn die Ergebnisse unserer Arbeit nicht in der Umsetzung in der DDR nichts bewirken konnten, was hat dann dieses Risiko gerechtfertigt? Dann wäre es doch gut gewesen, die Arbeit einzustellen und wäre dann so ziemlich allen nach der Wende nichts passiert, es wäre verjährt gewesen und aus Feierabend. Nein, die Hauptaufgabe, die ja der Dienst immer hatte, die sozialistischen Staaten vor schlimmen Überraschungen zu bewahren, die Aufgabe stand ja nach wie vor. Die andere Seite war ja noch hochgerüstet bis an die Zähne und überforderte unsere Möglichkeiten ja schon mit dem neuen Programm, Star-War-Programm von Reagan. Das war nicht, und da war ich auch der Meinung, der Apparat könnte das auch ohne mich schaffen. Ich hatte ja meine Nachfolger vorbereitet. Diese Arbeit sah ich weiterhin als notwendig an. Bloß für mich war es nicht mehr die Möglichkeit, mit dieser Tätigkeit etwas im Innern zu bewirken. Also mir kommt das vor, steht mir ein Bild vor den Augen, als dass die Mannschaften auf dem Schiff sitzen und rudern auf die Stromschnellen zufahren. Der Kapitän ist schon längst von Bord gegangen. So komme ich mir vor. Das habe ich jetzt nicht ganz akustisch vernommen. Es drängt sich mir das Bild auf, dass die Mannschaften an Bord sind und rudern und auf die Stromschnellen zufahren. Und der Kapitän ist schon längst von Bord gegangen. Wir haben es nur nicht gemerkt. Ja, das kann man akzeptieren als Bild. Das ist aber nicht gut. Das ist nicht gut. Ich dachte ja, ich habe einen anderen Kapitän hinterlassen, der nicht schlechter ist als ich. Nein, es geht um dich als Kapitän. Im Oktober 1990 wird Gabriele Gast an der österreichischen Grenze verhaftet. Ein Jahr später wird sie verurteilt. Der Mann, der sie vor 20 Jahren geworben hat und in ihrem Leben schon lange keine Rolle mehr spielt, erhält eine Bewährungsstrafe. Die frühere Regierungsdirektorin beim Bundesnachrichtendienst BND, Gabriele Gast, ist heute zu 6 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt worden. Das Bayerische Oberste Landesgericht sprach sie schuldig, 20 Jahre lang Informationen an die DDR verraten zu haben. Ihr Freund und einstiger Führungsoffizier, Ex-Stasi-Major Karl-Heinz Schneider, wurde zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. In beiden Fällen blieb das Gericht unter dem von der Bundesanwaltschaft geforderten Strafmaß. Schuld habe ich dann empfunden, als ich in Österreich die Nachricht über die Verhaftung von Gabriele Gast und den anderen gelesen habe. Da habe ich gesagt, das musst du selbst auch verantworten. Das war wirklich mein Gefühl. Wenn Sie sich heute treffen,
Gibt es noch eine Freundschaft zwischen Ihnen? Ist das zu weit gefragt? Nein. Aber das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten möchte. Nach Abbüßung der Hälfte ihrer Strafe wird Gabriele Gast 1994 aus der Haft entlassen. Heute arbeitet sie im Organisationsbereich eines bayerischen Unternehmens. Ein Jahr später heben Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof alle Urteile gegen ehemalige DDR-Bürger auf, die für Wolfs Nachrichtendienst gearbeitet haben. Auch die Urteile von Karl-Heinz Schneider, dem Werber von Gabriele Gast, und die 6 Jahre, zu denen Markus Wolf verurteilt wurde, werden kassiert. Der Teufelsberg im Westen Berlins gehört bis 1990 zu den am besten bewachten Militärobjekten der Alliierten. Hier spioniert für Markus Wolf der Amerikaner James Hall, Deckname Blitz. Amerikaner und Briten hören auf dem Teufelsberg die gesamte militärische und politisch-administrative Kommunikation in der DDR ab. Für einige hunderttausend Mark Agentenlohn erfährt Wolf alles vom großen Ohr Amerikas über Geheimnisse der weltweiten elektronischen Spionage und geknackte Codes. Es gab einige Quellen, aber mehr im Umfeld, von denen wir über andere Dienste des Ministeriums für Staatssicherheit Informationen bekam, bis dann dieser türkische Mitarbeiter einer amerikanischen Kfz-Stelle, Hussein Yildirim, in unser Blickfeld geriet und er dann die Möglichkeit erschloss, zu einem Mitarbeiter, der direkt auf dem Teufelsberg tätig war, James Hall. Und das wurde dann, ja, man kann sagen, zu einer echten Wunderquelle, von der man im Nachrichtendienst eigentlich nur träumen kann. Ich habe in Erinnerung, dass er in einer einzigen Lieferung, ich glaube 4000 Blatt Informationen, den Informationsbedarf, der an die elektronische Spionage, also SIGINT, Signal Intelligence, gegeben wurden, wo alles aufgeschlüsselt war, was von Interesse war innerhalb der sozialistischen Staaten für die unterschiedlichen amerikanischen Dienste. Also das zu wissen allein war schon wesentlich. Diese Information, an die mir jetzt einfällt, sagte, dass auf dem Teufelsberg Experten daran arbeiten, sich in die Flugverbindungen zwischen dem sowjetischen Militärflughafen Eberswalde östlich von Berlin und den sowjetischen Jagdfliegern in der Weise einzuschalten, dass praktisch die Kommandos der sowjetischen Bodenstation ausgeschaltet werden können und sich dafür imitiert amerikanische Experten einschalten konnten. Das schien tatsächlich wie Science Fiction zu sein. Ja, das hätte bedeutet, dass sie nicht die Ziele anfliegen, sondern unter Umständen ihre eigenen Truppen bombardieren oder angreifen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie diese Informationen an die, die es betraf, weitergegeben haben. Ja, sicher. Also alles, was von strategischer Bedeutung war, und das war hier der Fall, bekamen unsere sowjetischen Partner in Moskau. Mitte der 80er Jahre wird James Hall in die USA versetzt und dort 1988 verhaftet. Verraten hat ihn ein Mitarbeiter der Ostberliner Aufklärung, der Hall in den USA betreut. Der Überläufer wird von einem Beamten des Verfassungsschutzes in die Bundesrepublik geholt. Der Verfassungsschützer heißt Klaus Kuron und arbeitet seit 1981 als Doppelagent für Markus Wolf. Okay, listen, wait a minute. This is pretty clean. In seiner Ostberliner Wohnung arbeitet der Autor Markus Wolf mit 2 Lektoren des Random House Verlages New York am Manuskript seiner Memoiren. Die USA haben Wolf die Einreise verweigert. Jetzt bezahlen die Amerikaner den ehemaligen Spionagechef für die Preisgabe seiner Geheimnisse, exklusiv natürlich. Markus Wolf hat gelernt, sich mit der Marktwirtschaft einzurichten.
Vom Erlös seiner Bücher kann der General AD nicht nur ein aufwendiges Leben führen, sondern auch die Anwalts- und Prozesskosten bestreiten, die in den Jahren nach der Wende anfallen. Im Kölner Amt für Verfassungsschutz ist Klaus Kuron für DDR-Spionageabwehr und Gegenspionage verantwortlich. Er ist unzufrieden, seine Aufstiegschancen sind begrenzt, seine Gehaltssteigerungen auch. Da findet der Verfassungsschützer einen Ausweg. Er bietet dem Gegner seine Dienste an. Ich sage mal, es waren politische Motive und es waren materielle Motive. Das will ich mal auf einen kurzen Nenner zu bringen. Man hat mir ausschließlich materielle Dinge unterstellt. Na gut, das ist natürlich aus der Sicht eines kalten Kriegers, natürlich kann es ja nur ein Mann sein, der verkauft sich. Ne? Klaus Kuron schlägt Markus Wolf einen Handel mit genauen Honorarvorstellungen vor. Um sich den Deal bestätigen zu lassen, reist Kuron von Wien mit einem Diplomatenauto der DDR nach Bratislava. Von dort fliegt er mit einer Sondermaschine der Staatssicherheit nach Dresden. In dieser Villa, in der Wolf auch Gabriele Gast und andere Spitzenspione traf, findet Kurons Treffen mit dem Geheimdienstchef statt. Ich fand in ihm einen angenehmen Gesprächspartner, aber keinen Apparatschik, der Ahnung vom Fach hat, natürlich. Und wir haben die Dinge eigentlich in relativ kurzer Zeit auf den Punkt gebracht, um was es geht. Und sind, glaube ich, im besten Einvernehmen wieder geschieden. Ich habe mir versucht, ein Bild zu machen über den Menschen, die Familienverhältnisse und natürlich vor allem die Motive, die ihn zu diesem doch sehr, sehr einschneidenden, riskanten Schritt bewegt hatten. Das war mein Anliegen. War auch Geld im Spiel? Ja, sicher, das war von vornherein auch eine Geschäftsgrundlage. Herr Kuron hatte ja die Forderungen formuliert, schon in seinem ersten Schreiben. Und in den Vorgesprächen war das, glaube ich, noch etwas präzisiert und ergänzt worden, was monatliche Zuwendungen angeht. Und ich habe ihm diese Summen, die da genannt waren, bestätigt. Es ging ja nicht nur um Agenten oder Doppelagenten, die uns Herr Kuron mitteilte, das waren vielleicht ein paar Dutzend, sondern es ging auch um Warnungen für unsere Tätigkeit, für unsere Leute, die also im Westen tätig wurden, sowohl Kuriere, also DDR, die aus der DDR in den Westen reisten, Verbindungsleute, als auch um Quellen, die im Westen tätig waren. Und ein besonders spektakuläres Beispiel war ja im Fall von dem CDU-Politiker Kanter, in Wirklichkeit ein Mann, der für uns tätig war, zu dem also ein Instrukteur, wie wir die Verbindungsleute nannten, zum Treffen reiste in eine Wohnung, die Kanter dafür auch zur Verfügung gestellt hatte. Und als der Verbindungsmann schon eingetroffen war in dieser Wohnung, erhielten wir also die Warnung, dass eine Observation mit möglicher Festnahme vor sich geht. Von wem kam diese Warnung? Die kam von Herrn Kuron. Bereits bei dem ersten Treffen gibt Klaus Kuron den Namen eines Agentenpaares preis, das zum Verfassungsschutz übergelaufen ist. Gisela und Günther Garau. Kurons Bedingung: Keiner der von ihm verratenen Spione darf verhaftet werden. Als 1985 Kurons Chef Tietke in die DDR überläuft, fühlt sich die HVA nicht mehr an die Schutzvereinbarung gebunden. Die Garaus werden verhaftet. Gisela Garau wird nach 8 Monaten aus der Haft entlassen. Ihr Mann, Günther Garau, begeht, so die offizielle Darstellung, im Bautzener Zuchthaus Selbstmord. 8 Jahre lang macht Kuron für seinen neuen Arbeitgeber Überstunden und liefert Markus Wolf alle Informationen, die ihm zugänglich sind. 690.000 Mark zahlt Ostberlin dem Doppelagenten. Nach der Wende kauft Klaus Kuron in seiner Eigenschaft als Verfassungsschützer das Wissen von DDR-Überläufern, die sich in Unkenntnis seiner Doppelrolle bei ihm in Köln melden. Sind Ihnen Summen bekannt? Natürlich, ich habe sie ja selbst bezahlt.
selbst bezahlt. Ich habe, das ging bei einem, ja, also aus dem, ja, praktisch die gesamte Militäraufklärung, also das Quellennetz der Militäraufklärung bezahlt, verraten hat. Als am Block etwa 70.000 oder 80.000 Mark gekriegt und dann fortlaufende monatliche Vergütung, die sich so um 3.000 Mark belief. Andere, der das auch geschickt angefangen hat, muss ich sagen, der dann auch erstmal so einen Teilinformationen geliefert hat. Es gab dann andere, die haben dann also dann 30.000 Mark und dann je nach Fortschritt und ihrer Bereitschaft als Zeuge aufzutreten, dann noch was drauf. Aber ich würde sagen, dass das alles unter, sich weit unter 100.000 Mark und mit, je weiter es auf den Oktober zuging, noch weniger belief. Dann holen den Doppelagenten die Geschichte und der Verrat des Verrats ein. Im Herbst 1990 beschließt sein Ostberliner Führungsoffizier Karl Christoph Grossmann, sein Wissen zu verkaufen. Grossmann, dessen Hinweise bereits zur Verhaftung von Gabi Gast führen, steuert den Verfassungsschutz an. Doch Kuron will ihm zuvorkommen. Meine Absicht war, als ich nach Berlin kam, ich wollte mit Grossmann sprechen. Ich habe dem Engelmann das auch klar, pass auf, gibt es eine Möglichkeit, sich mit ihm unterhalten? Ich wollte ihn bei der Ehre packen, dass er vom BV, das konnte ich ihm ja verbindlich sagen, maximal 50.000 Mark zu erwarten hätte. Und ob es das wert ist, die ich ihm nötigenfalls auch geben würde. Aber dass, ob es das wert wäre, jetzt den Rest seines Lebens als Lump in Berlin rumzulaufen, was ja passiert ist. Nicht? Er wird ja verachtet von allen seinen alten Genossen. Wo liegt der Unterschied zwischen dem Verhalten von Grossmann und dem Verhalten von Ihnen? Der Unterschied liegt ganz einfach. Grossmann hat, als die DDR zusammenbrach, er hat sein Fähnchen einfach umgelegt. Er hat dann seine Verpflichtung als Hauptamtlicher in den Dreck geworfen und hat sein Wissen verkauft. Ich habe aktiv gearbeitet. Ich bin da kein Überläufer. Die Fronten waren gefestigt, die beiden Blöcke standen gegeneinander. Ich habe mich in die, wenn man das pathetisch sagt, in die Kampfeslinie da eingeordnet irgendwo. Auf welcher Seite? Nun, auf der östlichen Seite dann. Ich stand ja auf der westlichen und habe mich dann, das war nicht auf zwei Schultern, das war schon eine Schulter, nicht? Da habe ich mich eingegliedert, eben weil ich das so für richtig gehalten habe. Klaus Kuron erhält die Höchststrafe von 12 Jahren. Nach 8 Jahren, im Oktober 1998, wird er aus der Haft entlassen. Die 690.000 Mark Agentenlohn muss er zurückzahlen. Seine Pension wird bis auf ein Existenzminimum gepfändet. Berlin-Friedrichshain. Anfang der 80er Jahre ist die Samaritergemeinde ein Zentrum der kirchlichen Friedensbewegung in der DDR. Informationen über ihre Aktivitäten gehen von Wolf direkt an die Hauptabteilung 20, die mit der Bekämpfung der inneren Opposition befasst ist. Rainer Eppelmann, Jürgen Fuchs, Wolfgang Templin und viele andere werden als Staatsfeinde klassifiziert. Obgleich Markus Wolf sich heute gern als frühen Kritiker des Systems darstellt, liefert er bis zum Ausscheiden aus seinem Dienst jene Informationen, die dazu benutzt werden, Andersdenkende zu unterdrücken. Ich kann nicht von der Hand weisen und kann auch die Verantwortung nicht von der Hand weisen, dass eben die HVA mit einbezogen war in diese Art von Bearbeitung von Menschen, die im Grunde genommen nichts anderes vertraten als eine andere politische Auffassung. Oft sogar im Rahmen derselben Partei und derselben Ziele, die wir verfolgten. Und das war natürlich sicher mit ein Grund, warum dieses System und auch dieser Staat nicht weiter bestehen konnte. Das heißt, de facto, Sie haben wenige Monate vor Ihrem Ausscheiden noch Dinge verantwortet, die Sie für falsch hielten. Sicher, ich war ja der Leiter. Ich habe 83 meine Pensionierung beantragt, aber ich war der Leiter des Dienstes. Und das ist hier von 86, also im Jahr meines Ausscheidens, im Mai 86, habe ich den
letzten Tag in diesem Dienst verbracht. Und als mir dieser Bericht vorgelegt wurde, im Januar 86, habe ich ihn unterschrieben. Im Mai 1986 muss Mielke mit Markus Wolf ein dienstliches Gespräch führen. Wolfs zweite Ehe ist zerrüttet, seine Beziehung zum Dienst ist es auch. Von Mielke vor die Entscheidung gestellt, das Verhältnis zu einer neuen Frau aufzugeben oder den Dienst zu quittieren, nutzt Wolf die Gelegenheit und räumt noch am selben Tag sein Arbeitszimmer. Wolfs neue Beziehung, Andrea Stingel, ist für Mielke ein Sicherheitsrisiko. Vor vielen Jahren saß sie wegen versuchter Republikflucht in Untersuchungshaft. Wolf löst sich von Ehe und Dienst, behält einige Privilegien und beginnt seine zweite Karriere als Buchautor. 3 Jahre später ist Markus Wolf auf dem besten Wege, sich zum Dissidenten zu profilieren. Sein Buch Die Troika erregt großes Aufsehen in Ost und West und die erhöhte Aufmerksamkeit der Stasi. Seine eigenen Methoden haben Wolf eingeholt. So observieren Mielke Speer ihren ehemaligen stellvertretenden Minister bei einem Treffen mit dem ARD-Korrespondenten Klaus Richter. Gegenüber im Volvo sitzt Mielkes Mann mit der Kamera. Markus Wolf tut zum ersten Mal etwas, was er im Gespräch auf die andere Seite der Barrikade gehen genannt hat. Das ist es nun. Naja, also hat es doch geklappt. Das abends in der ARD ausgestrahlte Interview ist am nächsten Tag Problempunkt Nummer 1 auf der Sitzung des Politbüros. Genosse Wolf hat sich mit dem Klassenfeind eingelassen und wird gerügt. Ich habe im Frühjahr 1989 von einem Berliner Freund den Hinweis bekommen auf die Troika und habe dieses Buch gelesen mit Faszination und dem Ergebnis, dass ich meinem Freund Willy Brandt gesagt habe, du, das musst du lesen. Wenn ein solcher Mann mit dessen Hintergrundkenntnissen das so schreibt, dann ist der nicht nur in einem gewissen geistigen Abstand zum System, sondern ich sage dir, der ganze Laden kann innerhalb einer Nacht, über Nacht zusammenbrechen. Und da verzog der Brand ein bisschen schmerzlich das Gesicht, hat gesagt, übertreib nicht. Ich sage, na gut, innerhalb von Monaten. Am 4. November 1989 gehen die Menschen in Berlin auf die Straße. Noch existiert das Ministerium für Staatssicherheit, aber der Wille zum Protest ist stärker als die Angst. Ich kann und will natürlich nicht verschweigen, dass ich davor 33 Jahre General im Ministerium für Staatssicherheit war. Das Gefühl, hier an einem Scheidepunkt in meinem Leben zu stehen, das hatte ich eigentlich erst später. Wann? Naja, beim Nachdenken, als dann die Strafverfolgung einsetzte, die Anschuldigungen. Außer Mielke war ja eigentlich immer mein Name im Mittelpunkt der Medien und auch einiger der Parteien, die dann in der Volkskammer vertreten waren. Und da merkte ich, dass ich aus meiner Verantwortung, die ich ja glaubte abgelegt zu haben, mit meinem Ausscheiden aus dem Dienst einige Jahre zuvor, mich nicht selbst entlassen kann. Für alles, was geschehen war. Selbst wenn eine ganze Reihe dieser Anschuldigungen mich persönlich eigentlich nicht hätten treffen müssen, aber sie trafen mich. Also sozusagen Stasi-Wolf zu werden für einige und für einen Teil der Menschen, das war schon etwas, was ich so nicht erwartet hatte. Im Mai 1997 steht Wolf ein zweites Mal vor Gericht. Mehrere Entführungsfälle aus den 60er Jahren werden verhandelt. Wie immer Beifall im Gerichtssaal von den treuen Genossen und ehemaligen Mitarbeitern. Beistand durch die Familie. Ehefrau Andrea, Sohn Sascha aus zweiter Ehe, Sohn Mischa aus erster Ehe.
Bundesanwalt Lampe plädiert auf 3,5 Jahre. Das Urteil lautet 2 Jahre auf Bewährung, 50.000 Mark Geldstrafe, Prozesskosten. Im juristischen Sinn fühlt sich Wolf nicht schuldig. Akzeptiert er eine moralische Schuld? Ja, das könnte ich über vieles erzählen, was auch sehr weit bis nach Moskau zurückgeht, in die Jugend, in die Kindheit. Also ich glaube, das muss jeder mit sich selbst abtun. Das sind dann schon Gefühle, die man nicht unbedingt öffentlich machen sollte. Es gibt sie. Sicher gibt es Gefühle. Es gibt, je nachdem, ich empfinde keine Reue und keine Scham für Dinge, die sehr allgemein sind. Wenn ich sage, ich habe dazu beigetragen, dass in der DDR ein System geherrscht hat, in dem Unrecht geschehen ist, dann sage ich, ja, da empfinde ich auch Verantwortung. Aber Reue und Scham kann ich ja nur für etwas empfinden, wo ich selbst unmittelbar beteiligt war und etwas hätte anders tun müssen, anders tun sollen. Und auf die Frage, das ist nur wieder eine allgemeine Frage, wann hätte ich was und wie anders oder früher tun sollen, weiß ich eben im Grunde genommen immer noch keine richtige Antwort. Ein Bild wie in alten Zeiten. Solidaritätsbazar auf dem Ostberliner Alex. Großer Andrang beim Schriftsteller Wolf, der Legende zum Anfassen. Soeben ist sein 5. Buch erschienen. Unsere Mütter waren sehr gute Bekannte. Über 300.000 Wolf-Bücher sind inzwischen verkauft. Einige Titel waren auf den Bestsellerlisten. Fernsehanstalten aus aller Welt holen den 75-Jährigen immer wieder gern vor ihre Kameras. Die Kunst der Verstellung heißt sein letztes Buch. Wie kommt einer auf so einen Titel? Da, wo Handeln, kritisches Eingreifen gefragt waren, hat er geschwiegen und mitgetan. Wolfs Opfer bezichtigen ihn der Täterschaft, seine Kritiker des Opportunismus. Aber ich schreibe erst mal für Veronika. Wir kennen uns aus einer ganz alten. Ja. Wolfs Lebensbilanz ist voller Widersprüche. Der Mann ohne Gesicht, jetzt hat er 2. Immer mehr schiebt sich das Neue, das Bedenken, das Zurechtrücken über das Alte, deckt die Irrtümer, das Schuldhafte zu.